Eine 500.000 Euro Fördermittel stehen Grottendorf für den Umbau eines Gebäudes zu einer Arztpraxis zur Verfügung. Um Fördermittel geht es in dieser Bergzeit sowie um diese Themen. Sportlicher Wettbewerb, Prämie für lauterer Vereine. Lehrreiches Wettspiel, Exkursion für Annaberger Klasse. Und spektakuläre Wettfahrt, Herausforderung für Motorsportler. Glück auf, starten wir in die Bergzeit vom 9. November. 9. November, das heißt, wir sind kurz vor dem Beginn einer neuen Faschingssaison. Freunde des närrischen Treibens werden wissen, wo die Karnevalshochburgen im Erzgebirge sind. Und sie haben sich sicher schon erkundigt, wo am 11.11. 11.11 Uhr etwas passiert. Ich nenne stellvertretend Oelsnitz im Erzgebirge, wo gleich alle drei Faschingsvereine der Stadt zusammenkommen. Ja, die Freunde des bunten Treibens kennen ihre Veranstaltungen. Bergbaufreunde schlägt dagegen das Herz höher, wenn sie am Straßenrand oder auf einem Grundstück einen Hund entdecken. Und wer für diese Bergbauloren bisher noch kein Auge hatte, dem hilft seit jetzt einem Jahr unsere 100-Hunde-Runde auf die Sprünge. ERZ-TV nimmt sie mit auf eine 100-Hunde-Runde. Die 49. Station ist in Bad Schlema. Dort ist unter anderem auf dem Zechenplatz ein Hund zu entdecken, unmittelbar neben dem Geotop Roter Kamm. Das Naturdenkmal ist mit Blick auf die Montanregion Erzgebirge ein wichtiger Standort für die Entwicklung der Geo- und Bergbauwissenschaften. Hier verläuft die geologische Grenze zwischen den Lagerstättenteilen Schneeberg und Oberschlema. Ebenfalls am Zechenplatz in Bad Schlema das Huthaus, eine Wirtschaft und Pension. Im kommenden Jahr soll die Maßnahme neuer Platz für die Grünhainer Klosterzwerge umgesetzt werden. Dafür hat Landrat Rico Anton der Stadt Grünhain-Beierfeld einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 170.000 Euro erteilt. Der Zuschuss soll helfen, für die Kinder einen neuen Außenbereich zu schaffen. Der Plan, das Spielgelände, wird dafür baulich umfassend saniert, neue Spielgeräte und neue Sitzgelegenheiten werden aufgestellt. Nach dem Abriss alter Blechgaragen werden zwei Fertigteilgaragen errichtet, die als neues Spielgerätelager genutzt werden. Wisst ihr, warum wir da sind? Ja. Der Naturpark Erzgebirge Vogtland zu Gast bei der Klasse 4b des Bildungsgymnasiums Adam Ries in Annaberg-Buchholz. Der Naturpark ist hier bekannt, vor allem durch die Teilnahme am Naturpark-Quiz. Von Christine Kilias, der Geschäftsführerin des Naturparks Erzgebirge Vogtland, haben die Mädchen und Jungs erfahren, dass sie im Erzgebirgskreis die Gewinnerklasse sind. Das Quizthema war Wandern und Naturschutz. Dazu Rico Ott, Abteilungsleiter Umwelt, Verkehr und Sicherheit des Landratsamtes Erzgebirgskreises. Ich denke, das Motto wird nochmal aufgefrischt. Frau Kilias hat es ja gesagt. Ihr könnt ja dann zur schönen Frühjahrszeit, wenn die Natur wieder zum Leben erweckt wird, dann könnt ihr euren Preis einlösen. Die Klasse kann sich auf eine zweitägige Klassenfahrt mit Bildungsangebot rund um das Thema Wandern und Naturschutz im Naturpark Erzgebirge Vogtland freuen. Lehrplaninhalte wie Orientierung im Gelände, Umgang mit Karten und Maßstabsberechnung können auf der Exkursion angewendet und vertieft werden. Dritter Gratulant und Überbringer der guten Nachricht war Jens Römling von der Erzgebirgssparkasse. Das Kreditinstitut hat den Naturpark beim Quiz finanziell unterstützt. Für die Gewinnerklasse hatte Römling außerdem noch Präsente der Erzgebirgssparkasse mitgebracht.
Eine 500.000 Euro Fördermittel stehen Grottendorf für den Umbau eines Gebäudes zu einer Arztpraxis zur Verfügung. Landrat Rinko Anton hat der Gemeinde den entsprechenden Zuwendungsbescheid erteilt. Das Vorhaben zielt auf die Schaffung von Räumlichkeiten für die Absicherung der ärztlichen Versorgung in Grottendorf ab. Dabei steht im Vordergrund, dass die Praxisräume langfristig zur Verfügung stehen. Das Vorhaben soll dabei die Grundstruktur einer Praxis, zugeschnitten auf 2 Arztstellen, absichern. Dazu gehören die Praxisräume, Anmeldung, Labor, Lager sowie Personal- und Sanitätsräume. Des Weiteren ist die Errichtung eines Parkplatzes erforderlich, um einen ordentlichen Betrieb zu gewährleisten. Beim Lauterer Vogelbeerfest nahm der Ort am 20. Städtewettbewerb von NVAM und Midgas teil. 106 große und kleine Teilnehmer radelten dabei diesmal gemeinsam 246,77 Kilometer auf 2 Fahrrädern. Das reichte am Ende für Rang 6. Zusätzlich erspielte Bürgermeister Thomas Kunzmann während des Wettbewerbstages 400 Euro bei einem Quiz auf der Bühne. Durch den Veranstalter wurde am 7. November der Scheck mit der Prämie für Lauter Bernsbach übergeben. Das Geld kommt zum einen dem Lauterer SV und zum anderen den Kraftsportlern jeweils für die Verbesserung der Trainingsbedingungen zugute. Dieses Jahr schütten NVAM und Midgas im Rahmen des Städtewettbewerbs 51.585 Euro an gemeinnützige Vereine in der Region aus. Alle Ergebnisse und Platzierungen sind unter www.städtewettbewerb.de zu finden. Das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge bietet trotz laufender Baumaßnahmen an ausgewählten Terminen Veranstaltungen an. So kommt am Freitag Markus Schwarz zu einer Lesung. Der Autor liest aus seinem Buch »Wenn Insekten über Leichen gehen« und gibt dabei einen Einblick in die Arbeit eines Entomologen, um dem Verbrechen auf die Spur zu kommen. Beginn ist 18.30 Uhr. Auf einen Flohmarkt für Baby- und Kindersachen macht die Stadtverwaltung Thalheim aufmerksam. Der ist am 12. November von 10 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Oberschule. Initiiert von Thalheimer Eltern wird der Flohmarkt vom Quartiersmanagement der Stadt unterstützt. Auch in Johanngeorgenstadt wird es wieder einen Flohmarkt für alle geben. Wie die AWO Erzgebirge als Träger der Kita Weg ins Leben mitteilt, soll dieser am 18. November ab 13 Uhr an der Feuerwehr in Johanngeorgenstadt-Neustadt und bei schlechtem Wetter in der Feuerwehrhalle stattfinden. Standanmeldung und Informationen unter den eingeblendeten Telefonnummern. Als Standgebühr wäre ein selbstgebackener Kuchen wünschenswert. Der Flohmarkt ist für alte und neue Schätze aus Kinderzimmer, Keller und Dachboden, Garage sowie Garten vorgesehen. In Annaberg-Buchholz öffnet am Sonntag der traditionelle Hobby- und Kreativtag seine Tore. Von 10 bis 17 Uhr sind Jung und Alt eingeladen, einen Tag voller kreativer Entdeckungen und inspirierender Erlebnisse zu genießen. Geboten wird eine breite Palette von Workshops, Kursen und Verkaufsständen. So ist der Tag auch perfekt mit Blick auf Nikolaus und Weihnachten. Von Wolle über warme Accessoires für die kalte Jahreszeit bis hin zu kleinen originellen Geschenkideen, Grußkarten, selbstgemachtem Schmuck und hochwertigen Holzobjekten gibt es eine Fülle von Zubehör und fertig gestalteten Produkten. 3 Tage, 4 Bands, 4 ausverkaufte Konzerte. So geht das Jubiläumsjahr 25 Jahre Artmontan-Kulturtage jetzt zu Ende. Am Donnerstagabend beginnt im Lokschuppen des Eisenbahnmuseums Schwarzenberg das Dixieland Swing, Jazz und Blues Festival. Heiße Töne und wippende Füße. Donnerstag und Freitag gastieren des Cesarac Swingers aus Gütersloh hier im Bild und die Nantwix Washboard Company aus Frankfurt am Main im Erzgebirge. Am Sonnabend stehen im Lokschuppen Georg Schröter und Marc Breitfelder aus Kiel sowie Thomas Stelzer hier in Aktion und Friends aus Dresden auf der Bühne.
Mit heiße Töne und wippende Füße hat der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises sein Dixieland Swing Jazz und Blues Festival im Rahmen der Art Montan Kulturtage überschrieben. Heiße Töne und wippende Füße, das passt auch irgendwie, wenn auch ganz anders, zu unserem folgenden Bericht. Unsere Marienberger Kollegen waren beim Getzenrodeo im Drehbacher Ortsteil Griesbach mit an der Strecke. Und da war er, der Renntag und der Start zum Getzen Race. Vereinsvorsitzender Falco Hase zeigte sich vor dem Start überwältigt. So viel eingestürmt jetzt in die letzten Tage auf uns. Es war schon mit dem Prolog und alles. Es mit 25 Mann so ein Ding jetzt loszulassen, das ist Wahnsinn. Und das ist eigentlich eine Grenze, was machbar ist. Also die 25 Mann, das war sensationell, wie wir zusammengehalten haben. Das hat richtig Spaß gemacht, aber es ist schon Schmerzgrenze. Rennaction folgt. Natürlich muss so eine Veranstaltung auch abgesichert sein. Rennarzt Jan Kolomatznik äußerte sich zu den Gegebenheiten. Naja, da ich jetzt schon viele Jahre diese Veranstaltung absichere, gucke ich nicht mehr kritisch drauf. Es ist eigentlich eine super Veranstaltung. Welche Verletzungen wären denn typisch? Naja, mehr oder weniger die der Zuschauer, nämlich im steilen Gelände, Umknicktraumen, Frakturen, Sprunggelenkfrakturen oder Verstauchungen, das hat man hier oft. Eher weniger die Teilnehmer. Jetzt haben Sie sich heute schon mal umgeschaut. Wie sind Sie denn hier mit der Resonanz zufrieden, mit dem Aufkommen der Besucherzahl? Wahnsinn. Das ist wie zu allen anderen Veranstaltungen. Wahnsinnige Besucheraufkommen, wahnsinnige Massen an Leuten, die das hier angucken wollen. Geile Veranstaltung. Wie haben Sie sich denn als Mediziner darauf vorbereitet? Wir machen jedes Jahr oder zu jeder Veranstaltung eine Vorbereitung und planen die Rettungskräfte mit Ärzten. Wir haben jetzt insgesamt 30 Rettungsassistenten oder Sanitäter hier, 2 Ärzte, mobil, Quad unterwegs hier auf der Strecke. Wir haben eine Einsatzleitstelle mit einem Einsatzleitwagen, der alles koordiniert. Ein Behandlungszelt für Erstversorgung, also optimal ausgerüstet, richtig für so eine Veranstaltung mit WM-Niveau. Bürgermeister Jens Hausstein war ebenfalls begeistert von der Veranstaltung und lobte die Veranstalter. Durch den Ort strömen, dann strahlt auch ein Bürgermeister, oder? Na, ich strahle dann, wenn alles geregelt und geordnet abläuft und sie heute Abend alle gesund sind. Aber was die Leute vom Getzenrodeo-Verein hier wieder auf die Beine gestellt haben, einfach nur großartig. Und das kann man überhaupt nicht in Worte fassen, was dieser kleine Verein hier leistet. Und ich bin mir sicher, die Motorsportfans, die wissen das zu würdigen. Ich hoffe natürlich auch, dass viele von unserer Bevölkerung das Verständnis aufbringen, wenn sie mal das Wochenende ja, auf das eine oder andere verzichten müssen oder vielleicht den einen oder anderen Umweg fahren müssen.
Eine alte MZ-Enduro-Maschine wurde auch wieder ausgestellt, um die Historie nicht zu vergessen. Ich will eigentlich dort Meister des Neuen Herr. Ich habe in MZ gelernt. Ich will eigentlich damit mal die alten Lehrmeister, die uns damals ausgebildet haben. Uns fiel es schwer, aber eigentlich haben sie einen guten Job gemacht. Ich will eigentlich mal ein Dankeschön sein an der MZ-Lehrwerkstatt, was die eigentlich damals geleistet haben, die Lehrlinge so auszubilden. Das ist eigentlich eine schöne Zeit gewesen. Eigentlich haben die ja die Grundlagen gelegt, dass solche Events wie hier überhaupt stattfinden können. Auf alle Fälle. Ich muss einmal den Gätzen-Verein, den Gätzen-Rodeo-Verein mit den 24 Mitgliedern, was die auf die Beine stellen. Und wenn man sieht, wenn die Leute zusammenhalten, was da alles machbar ist, das ist eigentlich genial. Und ich glaube, das gibt es nur hier in der Region. Das ist wunderbar. Und ich sage immer, ich ziehe einen Hut vor die Leute, die das organisieren. Das ist einfach nur genial. Du bist ja mit einem halben Ohr wahrscheinlich auch gerade in Argentinien. Ja, auf alle Fälle. Oh, die Junior-Gruppe mit. Die hatten ja ein großes Pech, der die ja den Fluch gekämpft hat. Sind jetzt erst am Freitag unten angekommen. Also vom Floh wird es schon richtig, echt. Aber keine Unsicherheiten zu erkennen. Es wird nicht einfach werden von mir. Aber es wird werden. Also ich drücke auf alle Fälle den Daumen. Böse Kämpfer, da gibt es nicht auf. Und da weiß genau, was er macht. Und ich drücke den Daumen und die ganze Region eigentlich, die steht hier noch auf der Höhe. An dieses genau, das Event, das ist wunderbar. Einfach So endete auch das Getzen Race mit Manuel Ettenbichler an der Spitze. Falco Hase war begeistert vom ersten Rennen, sein Statement. Ich bin froh, dass das erste Rennen so gut gelaufen ist, dass so viele Zuschauer sind. Für die machen wir das Ganze. Für die Fans und die Fahrer freuen sich auch, dass so viele Fans da sind. Manuel Ettenbichler hat wieder gezeigt, wo der Frosch die Lappen hat. Ja. Wie schätzen Sie seine Leistung ein? Na, ist schon Wahnsinn, was da für Spuren fährt. Er fährt an Stellen, wo wir würden wir uns gar nicht getrauen, Band dran zu machen. Und da fährt er einfach locker hoch. Und das ist schon ein würdiger Weltmeister. Was erwartest du dir vom Lauf 2? Ja, es wird wieder, wahrscheinlich wird der Lettenbichler, der Manu, wieder vorne wegfahren. Und es wird eine gute Stimmung werden für die Zuschauer. Jetzt mal Hand aufs Herz, mach das los. Auf ein Also, wenn du mich heute fragst, dann würde ich sagen, nein. Also, nicht. Also, aus meiner Sicht her, das ist ja. Weil es ist schon, war schon an der Grenze des Machbaren, habe ich vorhin schon gesagt. Mit einem Prolog und alles. Wir sind 25 Mann, haben gut zusammengearbeitet, haben ein Riesending auf die Beine gestellt, aber es ist menschlich nicht mehr zu realisieren, an was man alles denken muss. Und wieder. Mal sehen. Also wir genießen dann erstmal die Weihnachtszeit und dann schauen wir weiter. Das Getzen Champ und die Siegerehrung sehen Sie dann morgen hier bei uns im Programm. Am Freitag wird es in der Bergzeit wieder um zwei Räder gehen. Allerdings sind die Töne dann nicht ganz so heiß und laut. Am 31. Oktober ist die diesjährige Saison des Stoneman Miriquidi zu Ende gegangen. Wir sagen, wie der Tourismusverband Erzgebirge die zurückliegenden Stoneman-Monate einschätzt. Die Bergzeit am Donnerstag ist mit diesem Ausblick zu Ende und ich bin mir sicher, Sie lassen sich auch unserer Wochenendsendung nicht entgehen. Also bis dahin, Glück auf! Nach einem grandiosen Konzert in Aue kommt er jetzt nach Glaffenbach. Samuel Rösch. Und es ist immer schön, nach Hause zu kommen. In Erzgebirge, in Annaberg geboren und 20 Jahre lang in Großogeswalde gewohnt. Doch ich will mit dir das Gute sehen, durch die dunklen Wolken schauen. Ich finde immer, dass die Songs für sich sprechen sollen und ich gerne ein Angebot hinstelle für die Sachen, die ich erlebt habe. Und genau, damit bin ich unterwegs.
Der Gewinner von Voice of Germany 2018 gastiert am 16. November 2023 in der erleuchteten Kreuzkirche von Klaffenbach. Ein Musikereignis mit ganz besonderem Flair. Karten jetzt auf lec-ticket.de. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag. Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass sie ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3 – Ihr Anschluss an die Zukunft. Wenn man einen Hund zu Hause hat, dann muss man am Tag mindestens 3-mal raus. Und wir haben Spaß dabei. Nur der Spaß ist weg, wenn die Knie, die Gelenke wehtun. Meine Frau besorgte mir in der Apotheke Rosaxan. Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Endlich bin ich schmerzfrei und wir zwei können wieder draußen unsere Runden drehen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sie sind kreativ, interessieren sich für Medien und haben Lust auf berufliche Veränderung? Kabeljournal sucht Medienberater für das Erzgebirge und das Umland zur Weiterbildung in den Bereichen Print, Fernsehen und Online-Social Media. Bewerbung einfach per E-Mail an büro@kabeljournal.de. Medienberater, ein vielseitiger, sicherer und interessanter Job bei Kabeljournal ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell.